Hallo, hier ist Fritz Kuhn, Oberbürgermeister von Stuttgart, und ihr seht mich jetzt im Interview bei Sturi TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sturi TV trifft, und heute treffen wir den Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Fritz Kuhn. Hallo. Hallo, Tag. Tag. Sie sind ja mittlerweile seit über 5 Monaten jetzt OB. Haben Sie sich schon gewöhnt, wenn Sie so angesprochen werden? Ja, also jetzt bin ich 5 Monate im Amt und Leute reden gern. Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden in der Verwaltung wie in der Stadt und es macht mir Spaß. Okay. Kurz nach Ihrem Amtsantritt haben Sie ja mit der Schließung des Fernsehturms eine Hiobsbotschaft verkünden müssen. Wann darf man sich denn mit den ersten größeren Erfolgen, wann darf man damit rechnen? Also das mit dem Fernsehturm musste sein. Die Brandschutzfachleute und die Baurechtsfachleute haben gesagt, es gibt gar keinen Rettungsweg. Und wenn Sie solche Infos haben, dann müssen Sie ihn so machen. Aber wir haben jetzt ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben und ich wäre ziemlich happy, wenn da rauskommt, wir können das durch bauliche Maßnahmen so verändern, dass er doch wieder begehbar wird. Das wäre dann ein schöner Tag. Ansonsten, ich habe mich jetzt voll in die Arbeit gestürzt. Beim Thema Verkehr haben wir ja vieles vor. Machen wir bis zum Sommer eine Konzeption, wie man Feinstaub reduzieren kann und mehr Verkehr auf Schiene bringen kann und so. Wir haben das Wohnungsthema begonnen, also mehr Wohnungen zu bauen, auch mehr Sozialwohnungen. Wir haben das Kita-Thema angefangen. Zum Beispiel haben wir jetzt 8 neue Standorte für sogenannte Fertig-Kitas ausgewiesen. Kommen wir noch gleich zu. Ich würde ganz kurz reinspringen nochmal und zum Fernsehturm nochmal eine Frage stellen. Besteht nach dem heutigen Informationsstand denn eine realistische Chance, dass der Turm irgendwann wieder geöffnet werden kann? Das können wir erst sagen, da kommt es wirklich auf das Gutachten an. Wenn der Gutachter, das ist ein renommierter Brandgutachter für solche Sonderbauten auch, wenn der sagt, wenn man X, Y, Z machen würde und dann doch einen sicheren Rettungsweg hätte, dann haben wir Möglichkeit, dann muss man gucken, was es kostet. Aber vorher ins noch nicht vorhandene Gutachten reinspekulieren hat keinen Sinn, weil ich möchte nie falsche Erwartungen machen. Ich kann nur sagen, wenn es geht, dann machen wir wieder auf. Und es wäre auf jeden Fall ein Freudentag, auch für mich ganz persönlich. Ja. Aber es gibt auch noch keine Tendenz, die Sie heute uns irgendwie übermitteln können. Ich halte auch nichts von diesen hektischen Sachen. Also wenn man mal einen schnaufen gehört hat, gleich eine Tendenz oder so, sondern das Gutachten liegt noch nicht vor. Und wenn es vorliegt, dann reden wir drüber. Alles klar. Der Fernsehturm, das ist ein Thema, das auch unsere Zuschauer sehr interessiert hat. Wir haben ja vor einer Woche die Aktion gestartet, Deine Frage an den OB. Und wir würden jetzt auch gleich schon, um nicht allzu viel Zeit zu vergeuden, mit den Zuschauerfragen beginnen. Über unsere Facebook-Seite möchte Ann-Kathrin Wieland wissen, welche Alternativen gibt es zu den geschlossenen Konzerthallen wie der Röhre und dem Zapata? Die sind ja aus unterschiedlichen Gründen geschlossen worden. Die Röhre wegen der Sturheit der Bahn, die hätte ja schon noch nicht passiert, hätte immer noch laufen können. Also da habe ich auch keine städtische Handhabe. Beim Zapata hat es von vornherein nicht mehr funktioniert. Es wurde keine Miete gezahlt, gab viele Schwierigkeiten. Und wir sind ja jetzt dran, ob man es nicht doch wieder aufmachen könnte und mit einer neuen Führung und einer neuen Konzeption. Dabei muss man Geld reinstecken, auch Brandschutz, Lärmfragen, und man muss das Parkplatzproblem lösen. Der Parkplatz ist, wenn man da um 3, 4, 5 in der Nacht rausgeht, ist der laut, da gehen die Leute nicht still ins Auto, sondern feiern weiter. Und da haben wir Lärmschutzprobleme, also das muss man alles anpacken. Das wäre toll, wenn wir schaffen würden, eine Nutzung als Musikladen mit der freien Tanztheaterszene an Tagen, wo man keine Musik machen kann. Das wäre spannend. Aber wir sind noch nicht so weit, dass ich da einen Durchbruch melden kann. Und generell, Stuttgart hat zu wenig Räume für Musikgruppen, für freie Tanztheaterszene. Das habe ich in die Verwaltung eingespeist, sagt mir Räume, sagt mir auch Zwischennutzungen, weil manche Clubs wären ja saufroh, wenn sie 3, 4 Jahre mal sicher hätten. Wir haben jetzt einen Rocker 33 Grad, sind wir dabei, dass der wenigstens noch bis Jahresende in dem Gebäude bleiben kann, aber dann braucht er auch ein anderes Gebäude.
Okay, also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es da dass sich da was tut in dem Bereich und machen weiter mit der nächsten Frage, die ist über unsere Seite www.stuggi.tv eingetroffen, kommt von Konrad. Er möchte wissen, was sagen Sie dazu, dass es immer noch auch in Stuttgart viel zu wenige Kindergarten- und Kita-Plätze gibt und wie wollen Sie diese schaffen? Also es gibt immer noch zu wenige. Wir haben jetzt in den letzten Jahren und auch mit den Maßnahmen, dass wir jetzt Kita-Fertigbauten noch aufgebaut haben, zugelegt, werden Ende des Jahres so 45-46% haben. Ob das ausreichen wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlich reicht es noch nicht ganz aus. Und dann müssen wir weiter Kita-Plätze schaffen. Das größere Problem ist aber fast, Erzieherinnen herzukriegen nach Stuttgart. Jetzt bilden wir mehr aus mit diesem PIA-Programm. Aber letztlich geht es auch darum, dass die Erzieherinnen verdienen jetzt nicht gerade so maximal viel Geld und müssen aber die teuren Mieten zahlen. Das heißt, da gibt es eine Verbindung zu dem Thema, haben wir bezahlbaren Mietraum, dann kriegen wir leichter Leute her. Also die Bemühung ist da natürlich, wir brauchen auch, es gibt einen richtigen Bedarf, wenn beide berufstätig sind oder eine Alleinerziehende oder Alleinerziehende kann gar nicht arbeiten, wenn es keinen Betreuungsplatz hat. Und das ist also erklärt das Ziel meiner Stadtpolitik, dass wir das verbessern. Okay, dann haben wir da eine klare Aussage. Wir bleiben auch mal beim Thema Bildung, wo wir wissen, dass die kommenden Fragen eher auf Länderebene entschieden werden. Aber die Zuschauer möchten anscheinend auch ihre Meinung dazu wissen. So möchte Nick Berger wissen von Ihnen. Wieso werden so viele Hauptschulen geschlossen? Die Lehrer werden doch verrückt, wenn sie Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten auf einmal unterrichten müssen. Ich habe es selbst erlebt. Also die Schullandschaft ist ganz unterschiedlich. Ich glaube schon, dass die Zukunft der Gemeinschaftsschule gehört, wo man länger als heute üblich ist, die verschiedenen Schultypen beieinander hat. Es geht nur, wenn man genügend Platz hat und ausgebildete Lehrer und nicht so große Klassen. Dann kann ein Lehrer das machen, was die Pädagogen Binnendifferenzierung nennen. Er kann sich tatsächlich den Schwächeren, den Mittleren und den besseren Schülern je eigen mehr widmen. Aber sind die gerade überhaupt schon da aktuell? Nein, das baut man ja auf. Also das Schwierigste in der Schulpolitik ist immer, wenn man einen Strukturwandel hat. Aber man muss andererseits sehen, dass viele Schultypen gar nicht mehr nachgefragt werden. Beispiel Werkrealschule, dass die Schülerzahl zurückgeht. Und deswegen ist da ein Umbruch drin. Sie haben recht, das Land ist für die Schulpolitik zuständig, aber wir in der Stadt, wo wir für Schulgebäude und auch Schulplanung, wo ist welche Schule zuständig sind, spüren das natürlich allen Orts. Ich kann nur sagen, wenn man in der Welt rumkommt und schaut, wie es die besten Schulsysteme machen, Finnland, Schweden, dann haben die alle eine viel längere Phase, wo die Kinder beieinander unterrichtet werden. Und damit haben sie in der vierten Klasse nicht den Stress, der von Elternhäusern ausgeht, der der Schule und den Kindern nicht gut tut. Okay, Paul Beck hat eine Frage eingeschickt. Warum fängt die Schule um 8 Uhr an? Wissenschaftliche Studien belegen, dass es keinen Sinn macht, zu früh mit der Schule zu beginnen, da der Biorhythmus eines durchschnittlichen Jugendlichen nicht dafür geschaffen ist, um 8 Uhr Wissen aufzunehmen und selbstständig zu denken. Sehen Sie das auch so, Herr Kuhn? Ich kenne die Debatte und als Vater zweier Söhne teile ich das. Wenn Schule später anfangen würde, wäre es leichter. Übrigens vielleicht, wenn das Rathaus später anfangen würde, auch. Ja, wer weiß, ob das nur für Schüler gilt. Führen Sie da bald was Neues ein hier? Spaß beiseite. Es fängt deswegen an, so früh an. Es gibt ja einen objektiven Grund. Wenn Eltern zu einem Fixzeitpunkt, sagen wir um 8 Uhr am Arbeitsplatz sein müssen, dann ist es natürlich für die wichtig, dass sie um 7:30 die Kinder in die Schule bringen können oder so. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Du müsstest viel flexiblere Schulen haben, die die Kinder dann auch, wenn sie später anfängt, die früher kommen müssen, dann noch mal betreuen würden. Und das macht es komplizierter. Aber ich teile es, ich kenne auch die Untersuchungen. Es ist nicht zwingend, dass sie so früh anfangen. Sagen wir mal vorsichtig so.
Okay, dann machen wir weiter mit Stuttgart 21. Das wurde im Netz, wie es auch nicht anders zu erwarten war, wieder heiß diskutiert. Und Joris Schöller fragt über unsere Facebook-Page, welchen volkswirtschaftlichen Sinn macht es, Stuttgart 21 weiterzubauen, obwohl das Projekt schon jetzt unrentabel für die DB AG ist? Was unternehmen Sie konkret zu dieser Verschwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe? Also alle wissen ja, dass ich jetzt nicht der geborene Freund für Stuttgart 21 bin. Ich habe seit langem immer viele Fragezeichen gehabt, aber ich möchte gerade dem, der so fragt, an eines erinnern. Die Bahn hat seit 2009 das Baurecht dafür. Der Volksentscheid hat es nicht verändert. Und die Bahn hat also kann das bauen und ein Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart kann unter heutigen Bedingungen auch nicht viel dagegen tun. Warum? Weil im Gemeinderat, der mich ja bindet, 2/3 der Mitglieder für Stuttgart 21 sind. Das vergisst man. Manchmal sagen die Leute zu mir, wenn du ein bisschen mehr Mut hättest, könntest du doch was machen und so. Tatsächlich ist SPD, CDU, Freie Wähler und FDP, also eine 2/3-Mehrheit für Stuttgart 21 im Landtag, ist es genauso. Das heißt, ich habe im Wahlkampf deswegen, weil ich nichts verspreche, was man gar nicht halten kann, immer gesagt, ich werde der Bahn kritisch auf die Finger schauen, habe ich bei der Finanzdebatte um den Aufsichtsrat auch sehr deutlich gemacht, weil ich den Zahlen auch nicht traue, aber ich kann jetzt nicht sagen, der Chef der Stadtverwaltung Stuttgart arbeitet jetzt gegen Stuttgart 21, wenn der Gemeinderat mit 2/3-Mehrheit es will. Rechnen Sie persönlich überhaupt noch damit, dass das Projekt in irgendeiner Form weiter existieren kann oder erledigt es sich selbst von alleine, weil der Bund und auch die Bahn das gar nicht zahlen können wollen? Die Bahn hat ja jetzt der Aufsichtsrat was sehr Raffiniertes gemacht. Der hat gesagt, wir bauen jetzt bis 4,5 Milliarden. Bausumme, das ist der im Vertrag von 2009 festgelegte Kostendeckel. Und über die Gelder, die dann hinaus nötig sind, da klagen wir vor Gericht. Damit ist jetzt eine Ruhe erstmal, bis die 4,5 Milliarden verbaut sind. Im Moment sind es vielleicht so 400 Millionen verbaut. Und in 2, 3 oder 4 Jahren, wenn das dann sein würde, dann soll es vor Gericht entschieden werden. Ich halte es für absurd, weil ein Bahnhof baut man nicht vor Gericht. Also wenn ich jetzt hinter jedem Bagger noch 2 Juristen aufstellen muss, dann wird es irgendwie absurd. Aber der Aufsichtsrat hat sich mit der Methode die Hände rein gewaschen und es gibt jetzt keine Möglichkeit der Stadt zu sagen, nö, jetzt machen wir es doch anders. Aufgrund, da muss man auf den politischen Rahmen und den Rechtsrahmen achten. Ich werde jetzt mehr mich konzentrieren auf die Frage, wie kann denn die Stadt leben, verkehrsmäßig zum Beispiel, wenn es da richtig losgeht. Also wir sind ja noch vor dem und was passiert beim Wasser, kann man das absichern und so. Aber ich würde jetzt nicht drauf wetten, wie das weitergeht. Okay, dann bleiben wir weiterhin gespannt und machen nochmal einen ganz harten Themensprung. Kommen zu einer Frage, die uns Tanja Schlag über unsere Internetseite eingereicht hat. Sie hat gefragt, ich wüsste gerne mal, was Herr Kuhn zum Thema Homosexualität sagt. Ich wünsche mir mehr Unterstützung von homosexuellen Jugendlichen in der Stadt, also Einrichtungen. Denn da habert es in Stuttgart und sie möchte gerne wissen, warum das den Stuttgartern so fern liegt, da was zu tun. Sehen Sie das genauso? Also erstmal, wir haben ja das schwul-lesbische Zentrum, das ist auch für Jugendliche offen. Und ansonsten haben wir mit der ganzen Diskussion um den Christopher Street Day und allem schon, also das ist schon nicht mehr so schlimm, wie es vor 10 Jahren vielleicht war oder vor 15 Jahren. Selbstverständlich ist der Kampf für eine liberale Haltung zu Fragen der sexuellen Orientierung nie zu Ende. Und gerade in der Phase von Jugendlichen, von Schülern, wo die sich ja ihre sexuelle Orientierung erst erfahren und erleben,
muss man sicher Beratung mehr tun. Ich würde mir auch mehr Verständnis von Lehrern wünschen, mehr Möglichkeiten, auch gegen Diskriminierung vorzugehen. An Schulhöfen ist der Schwulenwitz noch immer sehr beliebt und ist nicht immer nur witzig, wenn jemand gerade merkt, er ist schwul. Dann sind Schwulenwitze eine sehr gefährliche Geschichte, weil die Identität, so ein Mobbing, das dahinter steckt, oder so eine Diskriminierung noch nicht aushält. Also ich stehe jedenfalls dafür, dass sexuelle Orientierung frei gelebt werden kann in unserer Stadt und dass es da keine Diskriminierung gibt. Wenn mir da was auffällt, dann würde ich auch laut geben. Okay, alles klar, vielen Dank für die Beantwortung. Dann kommt noch eine Frage von Reinhard Fieser. Er möchte wissen, Radfahren in Stuttgart ist ein gefährliches Abenteuer. Was will Fritz Kuhn dagegen machen? Also wir werden natürlich die Radwege ausbauen müssen. Wir haben in Stuttgart 5% des Verkehrs ist Radweg. Bei Model Split, so nennt man das bei den Verkehrsleuten, sind nur 5%. Andere Städte kommen auf 20%. Also mehr Radwege bauen und vor allem diese Geschichte, du fährst 80 Meter auf dem Radweg, dann Stopp, Todeszone. Dann gehst du da drüber und dann geht's wieder weiter. Zum Beispiel Cannstatt-Wilhelmsplatz. Sowas meine ich. Das müssen wir ändern. Da wird es manchmal Nutzungskonkurrenz zur Straße geben. Da musst du vielleicht bei zwei Spuren auf eine Spur gehen, damit du das verändern kannst. Aber Stuttgart hat einen großen Nachholbedarf bei den Radwegen. Auch bei sicheren Radwegen, darauf kommen sie an. Und die alte Ausrede, auf den Bergnauf kommt man nicht mit dem Fahrrad, ist ja durchs Elektrofahrrad auch relativiert worden. Okay, alles klar. Dann die allerletzte Frage, die Zeit ist auch schon rum. Basti Weibel fragt über unsere Facebook-Seite, warum sind Sie als Stuttgarter OB eigentlich Bayern München-Fan? Das kann ich jedem Fußballfan erklären. Ich bin in Bayern im Allgäu aufgewachsen. Und mein Vater war 60-Fan und mein Bruder Club-Fan. Und als dann 1964 Tschaikowski mit den Bayern in die Bundesliga aufgestiegen ist, hatte ich plötzlich die Chance zu einer eigenen Mannschaft. Die habe ich ergriffen. Und da ich kein Opportunist bin, habe ich das beibehalten. Also nicht in Stuttgart ein Stuttgart-Fan, in Berlin ein Hertha-Fan, sondern das bin ich halt immer geblieben. Aber alle können versichert sein. Ich kann mich auch sehr freuen, wenn der VfB gewinnt. Wenn ich im Stadion bin, gewinnen sie auch meistens. Also so schlimm ist es nicht. Können wir uns darauf einigen, Bayern gewinnt die Champions League und der VfB holt den Pokal? Also, das wäre schon mal ein guter Vorschlag, ja? Alles klar. Dann vielen Dank, Herr Kuhn, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Und wir verabschieden uns, sehen uns demnächst dann wieder auf Stuttgart TV. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.